So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ranch Simulator mit dem großen Juli-Update. Ein bisschen in Verspätung, tut mir leid dafür, aber ich habe vorher keine Zeit gefunden, da reinzugucken. Ich habe mir jetzt auch noch nicht viel angeguckt. Ich weiß nur eins, wir brauchen einen neuen Spielstand und ich denke, mit dem starten wir jetzt gemeinsam. Man sieht da auch, was sich geändert hat, beziehungsweise wir sehen es beide gleichzeitig. Denn ich habe mich, wie gesagt, auch nicht vorab informiert. Aber ich kann eins jetzt schon mal sagen. Der Anfang sieht komplett anders aus. Ja gut, WASD. Zum Drehen. Sprinten. Kriechen. Bringen. Ah, das ist natürlich auch eine coole Ansicht. Ja gut. Wir machen das Tutorial jetzt einfach mal mit. Folge dem blauen Symbol und liest den Brief. Das ist ganz anders hier. Gut, bis es alles geladen hat. Aber wow. Die Landschaft ist ja viel geiler. Das ist quasi eine komplett neue Ranch, oder? Boah, jetzt warte mal. Bevor wir was machen, wir gucken uns jetzt hier unten erstmal das Häuschen an. Das ist ein Bushäuschen, oder? Also die Landschaft an sich wesentlich geiler. Ja klar, das ist das Bushäuschen. Da ist auch oben ein neuer See dazugekommen hier. Und ein bisschen anderes Straßennetz, so wie es ausschaut. Cool. Nee, das gefällt mir. Aber sonst? Nee, das passt auch viel besser in die Landschaft. Also da muss ich schon sagen, jetzt schon von Anfang an, bevor ich viel gesehen habe, die Grafik flasht mich auf jeden Fall jetzt gerade richtig. Dann ist das hier unser Name. So. Haben wir schon unsere Ranch benannt. Finde ich auch geil. Sticht doch mit dem Gelb richtig gut raus. Weil die Farbe kann man jetzt, glaube ich, nicht ändern. Ich habe auch nicht aufgepasst. Und hier auch das mit diesem geilen Torbogen, wo oben der Schädel dran hängt. Geil. Also das sieht viel mehr nach einer Ranch aus. Auch hier jetzt die ganzen Gebäude. Gut, das ist, glaube ich, noch das Standardgebäude, was wir letztes Mal auch hatten. Da bin ich gespannt, ob man das dieses Mal mit wegreißen kann. Oder nicht. Sonst hier viele Trümmer liegen rum. Ah, die Garage kenne ich auch noch. Die werden wir wahrscheinlich nicht wegreißen können. Unser Zelt. Was haben wir denn hier noch? Okay. Da ist der Rammbügel. Sieht auf jeden Fall cooler aus. Ich bin sehr gespannt drauf. So, dann gehen wir mal hier rein. Da ist auch wie immer noch unser Wasserfässchen drin. Und da haben wir unseren Brief. Mein liebes Enkelkind, wenn du diesen Brief liest, hast du dich bereit erklärt, meinen letzten Willen zu erfüllen und unsere Familienranch zu übernehmen. Sie ist etwas verwahrlost, da ich keine Zeit und Gelegenheit hatte, mich um sie zu kümmern. Ich habe dir im Haus auf dem Dachboden ein paar Dinge hinterlassen, die dir behilflich sein werden. Ich glaube an dich. Also ich finde auch viel geiler geschrieben. Drücke J, um den Questlog zu öffnen. Ja, das haben wir ja auch noch. Das ist wie vorher gewesen hier mit Menü der großen Karte, wo wir auch sehen, Tankstelle, Autohaus, Best Burger ist hier, der Laden ist da. Da oben ist der Baumarkt. Wir werden das alles, denke ich mal, ganz normal erkunden. Was haben wir denn jetzt? Untersuche das Erdgeschoss des Hauses. Ja, gehen wir halt mal ins Haus. Finde das Zelt. Das Zelt haben wir schon. Dann drücken wir jetzt erstmal R, dass wir das Spiel schnell speichern können. Ui, das erste Reh schon am Haus. Da müssen wir gar nicht so weit zum Jagen, wie es ausschaut. Ohne kaputte Mühle. Oder Wind, ja, Windmühle. Sieht auch wesentlich cooler gestaltet aus, wie jetzt mit den kleinen Büschen da ringsrum. Was ist das da? Müllhaufen? Tatsache. Das wird wohl die Scheune sein. Bin auch gespannt, ob wir alle Gebäude frei platzieren können.
oder ob die auch teilweise noch vorgefertigt sind. Aber das findet man natürlich auch raus. Radio läuft auf jeden Fall. Entferne die Hindernisse. Warte mal, den ersten Stock müssen wir. Um Objekte zu zerstören oder entfernen, wähle den Abrissmodus im Aktionsrad. Halte Tab gedrückt. Ja, das haben wir noch. Abrissmodus geht aber. Ich kann höchstens den Löschmodus nehmen aktuell. So, den wechseln wir jetzt aber gleich wieder auf die Hand. Warte mal, geht es hier besser, wenn ich's. Ah, ich war noch im anderen Kameramodus. So ist besser. Na gut, hier oben kommt man immer noch schlecht durch, aber gut. Da haben wir unsere Tool. Munition, die Waffe und ein bisschen Geld und einen weiteren Brief. Nimm diesen Revolver mit. Im Wald gibt es viele wilde Tiere, die dir Probleme bereiten können. Ich habe etwas Geld und Munition hinterlegt. Noch eine Sache, du wirst ein Auto brauchen. In der Werkstatt am Eingang der Ranch steht ein altes Nutzfahrzeug. Du kannst es mit Ersatzteilen, die du hier findest, reparieren. Viel Glück. Ja, das kennen wir ja, das Spiel. Dann suchen wir mal alles zusammen. Also dieser Dachboden ist echt ein bisschen eng unterwegs. Da hätte ich jetzt eigentlich auch kriechen können, aber muss ja nicht unbedingt sein. Um das Haus kümmern wir uns dann später. Jetzt machen wir erstmal das Tutorial durch, was sich da geändert hat. Und ich finde es bis jetzt eigentlich echt sehr cool. Nehmen wir mal den Sitz gleich mit. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich die Türen auch aufkriege, währenddessen ich was in der Hand habe. Jo. So, den Fahrersitz haben wir schon mal. Den Tank hier nehmen wir auch gleich mit. Okay, den kann ich noch nicht dahinsetzen. So, liegt hier drin noch was? Ja, hier liegt auch gleich noch ein Reifen. Vor dem Tor lag, glaube ich, noch irgendwo was. Ja, da ist es. So, dann haben wir hier nochmal einen Reifen. Ich bin ja auch gespannt, wie das Fahrverhalten von dem Fahrzeug jetzt ist. Ob es besser geworden ist oder nicht. Rammbügel, den brauchen wir definitiv. Dann haben wir den letzten Reifen und dann braucht man nur noch einen weiteren Sitz, obwohl uns eigentlich einer reichen würde. Wir sind ja aktuell alleine hier unterwegs. Ist natürlich auch cool, wie man das Auto so verrupft hat und die Teile überall alles hingefahren hat oder gebracht hat. Kanister platzieren. Jawohl, machen wir doch. Tankstelle erreichen. Dann würde ich mal sagen, fahren wir doch mal zur Tankstelle. Bin mal gespannt. In der Richtung ist ein blauer Punkt. Das Fahrverhalten ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde ein bisschen angenehmer. Fahren mal die Straßen ab, dass wir auch wissen, wo wir dann hin müssen. Ah, da kommen wir auf die Teerstraße. Ist das jetzt der Burgerladen schon? Nee, das ist das Autohaus, oder? Ja, das ist das Autohaus. Ob das Gebäude das gleiche ist, bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Es sieht auf jeden Fall hier viel cooler aus. Da geht noch eine zweite Straße hinter.
angelangt. Also es fährt schon angenehmer. Oh, die Tankstelle sieht aber auch soweit ganz geil aus hier. Ah, schade, den erreiche ich jetzt so wahrscheinlich nicht, oder? Weil ich ihn verkehrt rum platziert habe. Guck mal so. Dann tanken wir erstmal das Auto auf. Das war so nicht gedacht. Ich möchte gerne die Kanister noch befüllen. Sprich mit der Immobilienmaklerin. Okay. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob wir früher schon mit einer Immobilienmaklerin sprechen mussten. Wir fahren einfach mal hin. Hier drin beim Autohändler ist die Immobilienmaklerin? Okay. Hier, der Aufzug geht noch nicht. Ja, ich bin's. Hallo, bist du zufälligerweise der neue Besitzer einer der Rents in der Nähe? Ja. In diesem Fall möchte ich dir die Bauanleitung geben. Dies Buch wird dir helfen, dein Ranch wieder aufzubauen. Denk daran, dass das Bauen nur auf dem Grundstück deiner Ranch erlaubt ist, okay? Das ist alles, was ich dir sagen wollte. Viel Glück mit deiner Ranch. Vielen Dank. Über das Aktionsrad kannst du jetzt den Baumodus aufrufen und deine Ranch ausbauen. Die folgenden Baumaterialien werden für den Bau benötigt. Holzbretter, Zementsäcke und Metallstangen. Die Holzbretter kannst du selbst herstellen. Den Rest der Baumaterialien kannst du im Baumarkt kaufen. Okay, also ist der Baumarkt auch da. Metallstangen, Zementsäcke. Schon mal eine schöne Neuerung, muss man sagen. So, dann gehen wir mal noch schnell zum Autohändler. Servus, mein Guter. Willkommen. Hier kannst du ein Auto kaufen oder es anpassen. Alle Neukunden bauen wir für nur 10 Dollar Radio in ihre Fahrzeuge ein. Fahre einfach in die Werkstatt hinter diesem Gebäude und baue das Radio ein. Wenn du ein Fahrzeug kaufen willst, benutze den Computer vor mir. Okay. Den Unterschied zwischen den Autos kennen wir ja schon. Dann, aber der hat eine neue Farbe, der ist diesmal rot. Und sieht vom Lack her auch geil aus. Dann fahren wir mal schnell in die Werkstatt. Wow! Doch, das Gebäude haben sie komplett überarbeitet, so wie es ausschaut, weil die Werkstatt ist auch neu. Dann nehmen wir mal ein Radio. Und ich will mir gerade überlegen, ob ich hier auch gleich eine Farbe reinsetze. Weil ich finde ein rotes Auto schöner. Passt auch eher zum für uns dazu. Ja, wo ist denn der? Ah, da hinten. Ah. Da ist dann auch der Burgerladen hinterm Autofritzen. Aber das ist, glaube ich, noch das Gebäude, wie es war. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich fahre hier so leicht im Kreis, aber ich denke, da würden wir uns auch noch dran. Ah, da ist auch der Baum. Ach, ist gleich hier ums Eck. Cool. Pulse Mover Electronics. Ach du meine Güte. Was gibt's denn hier alles? Yo. Da bin ich mal sehr gespannt.
Alle Läden haben Terminals, über die du einen Einkauf tätigen kannst. Gehe zum Terminal und drücke die Aktionstaste, um zu beginnen. Ja. Aggregate. Standardsäge. Eine verbesserte Säge, wie es ausschaut. Farben? Ach, da kann man Farbdosen mischen. Ja. Okay, richtig gut. Was bist du? Ein Riesenaggregat. Du bist mir hier so ein kleiner Mäher. Rasenmäher. Das ist klein. In dem Fall ein großer, das ist ein kleiner. Und ein Handrasenmäher. Da gibt es die Zementsäcke. Malerrollen. Beischneider. Oh Himmel. Da sind die Eisenstangen. Spiel ist richtig komplex geworden. Ecco mio. Da kommen wir wahrscheinlich hier hinten reinfahren. Ja, genau. Da gehen wir jetzt aber erstmal ans Terminal. Und gucken, was es hier wirklich alles gibt. Wir können 8 Holzplanken für 32 kaufen. Metallplatten. Ach du schon. Bettkleister. Zementsäcke. 5 Kilo, 50 Kilo. Billige Tischreise, Luxuskreissäge. Boah. Brechstange. Axtkanister. Ah, kann ich jetzt. Gibt es den klassischen Laden dann gar nicht mehr, weil ich hier Töpfe und sowas und Kühlboxen und das Ganze krieg? Oder kriege ich das einfach überall? Ein kleiner Hänger, ein großer Autoanhänger. Der Rasenmäher kostet der schon 1000, wenn ich nicht wissen, was der andere kostet. Wassertank haben wir. Ein Campingkocher. Da ist eine Luftmatratze, okay. Die Eimer, elektrischer Fleischwolf, Wurstspritze, Laptop, motorisierter Rasenmäher, Kisten, okay. Aber eins weiß ich nehme auf jeden Fall eine Kühlbox mit. Was braucht man denn? Axt, Brechstange, billige Tischkreissäge. Und ich nehme definitiv 2 von den Kühlboxen mit. So, jetzt haben wir auf jeden Fall nicht mehr viel Geld. Aber das wird wurscht sein. Wir fahren jetzt mal mit dem Fahrzeug schnell dahinter. Wird das richtig gut designt, das Ganze hier. Also grafisch, wow. Einfach nur Bombe, das Spiel. Das hat sich aber richtig, richtig, richtig gelohnt. Ja, das war noch immer das mit dem Klicken mit der Maus, dass das alles passt. So, dann haben wir mal die Brechstange, die ist für uns direkt. Die Axt liegt hier auch rum. Und das wird die Kreissäge sein, die wir dann zusammenbauen müssen. Bei Munition konnte ich jetzt hier keine kaufen, glaube ich. Oder? Konnte ich hier auch Munition kaufen? Nee, okay. Dann gibt es den anderen Laden doch. Sprich mit der Verkäuferin. Wie liegst du da hinten? Ob wir jemals wieder nach Hause finden. Das ist das nächste Reh. Ey, nicht von meiner Karre springen. Aber die Kühlboxen habe ich jetzt schon mal gekauft, dass wir, wenn wir auf die Jagd gehen zum Geld verdienen, natürlich mehr unterbringen. Und nicht immer wegen jedem kleinen. Ein kleines Tierchen hier zum Verkauf fahren müssen.
Boah, ja, der passt hier auch deutlich besser hin. Der sieht auch viel schöner aus, so. Die Farben alle viel kräftiger. Genial. Guten Tag, die Dame. Willkommen. Um einen Kauf zu tätigen, benutze das Terminal im nächsten Raum. Gebäude befindet sich draußen. Weitere Informationen zu Nutztieren findest du im Glossar. Um Objekte zu verkaufen, platziere sie im Bereich neben mir und bestätige den Verkauf. Okay. Alles kapiert, alles beim Alten. Oder Automaten kann man immer noch nicht benutzen, leider. Ja, warte mal, was soll ich überhaupt kaufen? Ein Eierkorb und zwei Hühner. Und ein Eierkorb. Machen wir doch schon mal. 110. Und ich nehme definitiv schon mal Kugeln mit. Und dann ist unser Geld eh alle. Aber genau, hier sehen wir es. Wir können mal die Sachen genauso kaufen und haben die ganzen Tiere dabei. Gab es davor auch schon männliche und weibliche Schweine? Pferde sind noch nicht verfügbar. Ziegen, Schafe, Schottisches Hochhorn, Langhorn. Ach du Himmel. Ja, die haben einiges vor, du. Da können wir ja gespannt sein auf das, was noch kommt. So, jetzt haben wir auch kein Geld mehr. Jetzt sind wir pleite. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich die Hühnchen hier noch mit reinkriege auf mein Fahrzeug. Ist zwar ein bisschen voll hier, aber okay. Aber passt. Die Kugel nehmen wir auch gleich mit. Den laden wir gleich, den Revolver. Das wissen wir ja noch, dass das nie verkehrt ist. Ja, genau. Es wäre doch schön, wenn es automatisch so wäre, wenn man ins Fahrzeug steigen will, dass er die Waffe einfach wegsteckt. Überlegen, ob ich hier schon mal was jagen sollte. Aber ich treffe es ja sowieso nicht. Zwei Schüsse, okay. In dem Fall bei mir drei Schüsse, weil ich halt einen daneben gesammelt habe. Okay, es gibt noch drei Stück. Können wir schon mal das erste Geld mitnehmen? Kommen wieder zurück. So, da haben wir drei Schüsse gebraucht. Aber dann werden wir halt auf dem Heimweg gleich ein bisschen Geld verdienen. Und ich glaube, wir können 12 Stückchen hier reinpacken, oder? Sehe ich gerade nicht. Aber unsere Range ist eigentlich da hinten. Ich glaube, ich bin sowieso falsch gefahren. Ah ne. Da geht's rein. Okay. Oder? Geht's hier auch rein? Doch, sieht so aus. Ersten Tag schon mal ziemlich gut ruhig gebracht und sind wieder hier bei uns.
Frage ist nur, wo, was machen wir mit den Hühnern? Wo packt man die denn hin? Weil die haben ja noch nicht mal einen Stall, die armen Tierchen. Getreide gefunden, ja, wahrscheinlich drüben. Schütte Futter auf die Stelle. Okay. Dann müssten, warte mal, dann gucken wir die Hühner, glaube ich, hier rein. Habe ich eine Taschenlampe? Ja. Bin jetzt gespannt, ob ich die jemals wieder finde. Ein Huhn habe ich gefunden. Dann bringe ich die nämlich hier in die Hütte. Dann müssen die vorerst hier drin wohnen. Jetzt hoffe ich, ich finde das zweite noch. Bevor die der Fuchs oder der Wolf fängt oder was auch immer. Da bist du. Mit. Fahr mal schnell vor, mein kleines Hühnchen. So, komm her. So, können wir hier das Wasser auffüllen. Kleinen Stall nach einer Blaupause gebaut. Kann ich das auch hier irgendwo hinleeren? Ne. Machen wir so. Ihr werdet schon damit klarkommen, meine Lieben. Aber wir werden jetzt erstmal hier im Zeltchen eine Runde schlafen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir hier mit dem Stallbau und so weiter einfach anschließend weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.